Liebe Freundinnen und Freunde, im Jahr 2010 wurde das Wort alternativlos zum Unwort des Jahres gewählt. Und ich finde, zu Recht. Denn das Leben bietet immer Alternativen und auch die Politik. Aber wie wir alle wissen, gibt es manchmal die berühmten Ausnahmen. Mir ist im letzten Jahr eine solche widerfahren. Ich habe die Bedeutung des Wortes alternativlos am eigenen Leib erfahren. Ich bin Maschinenbauer, genauer gesagt Professor für erneuerbare Energien und lehre an einer bayerischen Hochschule, gleich hinter der sächsischen Staatsgrenze in Hof. Als Ingenieur und Wissenschaftler weiß ich um die Herausforderung des Klimawandels. Schon lange kenne ich die Gefahren, die uns vor allem nachfolgenden Generationen drohen, und ich setze mich dafür ein, diese Gefahren zu beheben. Und nun treffe ich Stanislav Tillich in meiner heutigen Heimatstadt Radebeul und erzählt mir was zum Kohleausstieg und er sagt mir, es ist alternativlos. Wir brauchen die Kohle noch 20 Jahre. Die Politik und besonders die sächsische Staatsregierung hat uns über Jahrzehnte eingeredet, Kohle zu verstromen. Das wäre alternativlos. Wir alle wissen, das ist dummes Zeug. Es ist dummes Zeug, weil seit geraumer Zeit die Mittel und Möglichkeiten haben, wir die Möglichkeiten haben, absehbar aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen. Aber niemand in der Bundesregierung diesen Pfad ernsthaft verfolgt hat. Weil wir das Abkommen von Paris unterschrieben haben, aber nichts für die Umsetzung tun. Und weil der Klimawandel zwar eine riesengroße Bedrohung ist, aber leider nicht die einzige ökologische Herausforderung, vor der wir als Menschen stehen. Weil das alles so ist, habe ich beschlossen, mich parteipolitisch zu engagieren. Ich will mein Wissen, ich will meine Erfahrung als Hochschullehrer, als Wissenschaftler und ehemaliger Manager im Markt der erneuerbaren Energien einbringen in die Politik. Und da steht man vor der Frage, wo bringe ich mich ein? Ich bin ja durchaus ein liberaler Mensch. Ich bin weltoffen und im Kern meines Wesens Optimist. Und bei dieser Frage, wohin mit meinem Engagement, begegnete mir das Wort alternativlos wieder. Liebe Freundinnen und Freunde, wer sich heute als Wissenschaftler politisch engagieren will, der hat keine andere Wahl, der muss sich hier gemeinsam mit uns, mit euch engagieren. Bündnis 90 Die Grünen, das ist die einzige Partei in Deutschland, die auf der wissenschaftlichen Höhe der Zeit Politik macht. Ich mag das Wort, wie gesagt, nicht, aber an dieser Stelle muss man es verwenden. Für alle Menschen, die eine gute Zukunft für die Enkel und die Natur anstreben, ist Bündnis 90 Die Grünen alternativlos. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, mit wissenschaftlicher Expertise gewinnt man keine Wahlen. Ja, die AfD ist der lebendige Beweis dafür, dass auch die gehäufte Ansammlung von Dummheit für eine nennenswerte Wählerschicht offenbar sehr attraktiv sein kann. In Sachen Klimawandel, beim Artensterben, im Naturschutz und bei vielen anderen Themen haben wir schon seit Jahrzehnten die Wissenschaft auf unserer Seite. Genützt hat das aber nicht immer, denn die Menschen lieben Kontinuität und scheuen die Veränderung. Deshalb ist es unsere Aufgabe, nicht die drohenden Gefahren zu beschreiben. Das macht der IPCC schon. Unsere Aufgabe ist es, die Menschen mitzunehmen. Unsere Aufgabe ist es, etwas zu verändern. Ein Leben ohne fossile Brennstoffe, ein CO2-freies Leben, das ist nicht nur möglich, es ist auch ein besseres Leben. Und auch unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Prosperität gilt, wer morgen wirtschaftlich erfolgreich sein will, steigt heute aus der fossilen Wirtschaft aus. Bei manchen Debatten in Deutschland hat man den Eindruck, dass einige Politiker Deutschlands und in der EU nach wie vor für den Nabel der Welt halten. Und in Sachsen ist man manchmal schon froh, dass die Vertreter der Dauerregierungspartei überhaupt Europa im Blick haben. Liebe Freundinnen und Freunde, wir in Deutschland, wir in Sachsen, wir müssen aufwachen. Wir müssen bei der Energiewende nicht nur einen Zahn zulegen, nein, sondern ein ganzes Gebiss. Wir müssen das tun, um das Pariser Klimaschutzeinkommen einzuhalten. Wir müssen das tun, um als Generation nicht vor unseren Enkeln und Urenkeln zu versagen. Und wir müssen bei der Energiewende zulegen, um wirtschaftlich nicht auf dem Abstellgleis zu landen.
Unsere Automobilindustrie droht aktuell eine Krise. Ein Teil der automobilen Wertschöpfungskette, der Herstellung von Zellen für die Akkus, droht langfristig wegzubrechen, weil das Know-how dafür in Asien konzentriert ist. Der amtierende deutsche Wirtschaftsminister Altmaier hat dieser Tage gesagt, Klimaschutz wird nur dann funktionieren, wenn unser Wohlstand dadurch nicht gefährdet wird. Lieber Herr Minister, kann ich dazu nur sagen, Sie haben nichts, aber auch gar nichts begriffen. Ohne Klimaschutz gibt es künftig überhaupt keinen Wohlstand mehr. Und wer morgen noch einen angemessenen Wohlstand haben will, der hätte besser gestern angefangen, in den Klimaschutz zu investieren. Und weil die Große Koalition gestern und vorgestern geschlafen hat, müssen wir von Bündnis 90 Die Grünen morgen, das heißt in Sachsen nach der Landtagswahl, umso schneller den Kurs umstellen in eine gute Zukunft für alle. Liebe Freundinnen und Freunde, die Welt ist in einem beklagenswerten Zustand. Das gilt zuallererst in ökologischer Hinsicht. Auch unter humanitären und demokratischen Aspekten ging es dem Planeten schon mal besser. Ob wir in die USA, nach Brasilien, nach Polen, Ungarn und selbst nach Italien blicken, so viel Rückwärtsgewandtheit war selten. Es ist zum Verzweifeln. Aber, und jetzt kommt ein dickes Aber, seitdem junge Menschen überall auf der Welt, initiiert von einer schwedischen Schülerin, freitags auf die Straße gehen, gibt es auch wieder Hoffnung. Wir, Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen, sind Teil einer weltweiten Bewegung. Wir sind alles andere als Einzelkämpfer. Bei der Landtagswahl im September steht ein großer Teil der sächsischen Jugend hinter uns. Wir haben eine große Verantwortung. Ich bin bereit, gemeinsam mit euch mich dieser Verantwortung zu stellen. Mein Wissen, meine Erfahrung, mein Engagement einzubringen. Liebe Freundinnen und Freunde, der Freistaat Sachsen braucht uns, um ein freier Staat zu bleiben. Vielen Dank. Wir kontrollieren noch mal vorsichtshalber, ob es Fragen gibt. Nein. Die gibt es nicht. Dann hättest du noch 3 Minuten, die du frei verwenden kannst. Gut, ich habe mich sehr in meiner Rede auf den Klimaschutz konzentriert. Generell interessiert mich natürlich Bildungspolitik genauso. Ich selbst bin engagiert als Vorsitzender des Hochschullehrerbundes des VHBs in Bayern und engagiere mich sehr dafür, speziell für Wissenschaftsfreiheit und für Demokratie an den Hochschulen. Und das würde ich auch gerne in Sachsen tun als Landtagsabgeordneter. Also ich bin durchaus bereit, mich nicht nur mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und eigentlich im inneren Herzen ist mir das Thema Bildung fast noch wichtiger, denn das ist das größere Problem wahrscheinlich, was wir konkret auch angehen können in Sachsen. Da bin ich gerne bereit, mich auch mit meiner Expertise einzubringen.